Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, moin, moin. Und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends mit Pete. Ich vergesse es immer wieder. Und Alex. Mir, dem Alex. Genau, genau. Für mich ist das alles immer noch so neu. Es ist quasi der X-Faktor auf dem Kanal. Oh Gott. Oh, vielleicht die Überleitung, aber ihr seht, was wir spielen. Der Winter ist verschwunden. Die Leute gehen wieder raus. Und so gehen wir auch raus und versuchen nämlich... Stimmt, wir gehen raus in die fernen, weiten Welt. Planet X zu finden. Wir sind nämlich auf der Suche von Planet X, ein Kickstarter aus dem Jahre 2020, erschienen bei Renegade Studios. Die Neuauflage kommt auch gerade rum. Und wir haben nämlich gesehen, es gibt in der App eine Beta für Deutsch. Es gibt ja nicht nur die Beta in Deutsch, sondern neben der auch einen Solo-Modus. Den Solo-Modus gibt es auch vorher schon? Den gibt es vorher schon, aber jetzt in der App. Also. Genau. Und warum Solo-Modus, wenn wir jetzt zu zweit sitzen? Man kann es auch kompetitiv spielen, aber dann hat jeder nur seine Informationen. Ihr könnt also nur einem folgen und dann würden wir nicht viel reden, weil wir wollen ja keine Informationen verraten. Und da das relativ langweilig ist und ich mich so auf die Intelligenz meines Partners verlassen kann. Wenn das nicht schon mal, dann sind wir verlassen. Vielleicht kurz und knapp, Pete hat es schon ein bisschen angedeutet und der Titel natürlich auch, wir versuchen hier Planet X zu finden. Es ist also ein Deduction-Game. Das Interessante, ein Deduktionsspiel. Wir versuchen, Dinge herauszufinden. Hier sieht man auf unserem Feld, das ist die Einstiegsvariante. Es gibt auch noch eine fortgeschrittene Variante. Wir spielen also im Einstiegslevel. Da haben wir 12 Sektoren. Und in einem von diesen 12 Sektoren muss sozusagen der Planet X sein. Wir haben dann sowas wie Asteroiden, Kometen, kleiner Zwergplanet, ja, genau. Dwarf Planet. Und von daher werden wir da gleich ein bisschen gucken. Das Interessante ist beim Solospiel, ihr seht es auch schon hier, wir sind Spieler Rot und wir spielen gegen einen Computer. Spieler Lila in dem Fall. Und ihr seht hier auch neben uns schon die App eingeblendet. Also ihr braucht eine App, wenn ihr das Ganze zu mehr spielt. Pete, wie ist es dann mit der App? Dann hat jeder ein Telefon, weil ihr seht ja, jeder sitzt hier an einer der Seiten und so wird auch das Board aufgebaut. Es gibt einen Spielleiter, der startet das Spiel und kriegt ja dann, wie ihr, das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber rechts unten gibt es so einen Gamecode, der hier eingezeichnet wird, den wir hier auch sehen. Und der wird einfach in jedes der Telefone, Tablets eingegeben und dann sagt jeder, aus welcher Richtung er aufs Board guckt und dann richtet sich die App entsprechend halt auch aus. Da kann man also schon mal festhalten, wenn Leute gar nicht auf App stehen, dann ist dieses Spiel nicht unbedingt. Aber dafür ist es halt sehr interessant. Ich finde ja bei Didakten sowas auch immer gut, weil sonst muss man sich immer selber irgendwie was hinpuzzeln, wie ist der Code. Ansonsten würde es halt für Solospieler nicht funktionieren, wenn es jetzt sagt, der Computer macht halt, deckt hier halt einen Asteroiden auf zum Beispiel, dann weißt du, das wäre albern. Hier für euch sehen wir auch nochmal das Material aus einem anderen Blickwinkel. Jeder von uns hat theoretisch so einen Sichtschirm, wenn man es kompetitiv spielt. Hier sind also die groben Regeln nochmal erklärt. Ihr werdet es jetzt auch gleich sehen, was können wir für Aktionen eigentlich machen. Das kostet jeweils Zeit. Was gibt es sozusagen für Abhängigkeiten? Also keine Ahnung, hier sieht man, Kometen können halt nur in bestimmten Sektoren gefunden werden. Das sehen wir auch gleich. Das gibt nämlich noch ein Blatt, wo wir uns Hinweise einzeichnen können. Asteroiden sind so zusammenhängend und. Da werden wir dann im Spielverlauf zu eingehen. Wir haben hier so Marker, damit können wir Sektoren targeten, damit wir da nicht durcheinander kommen. Das kann man nämlich nur zweimal machen, haben wir zwei Marker. Und wir können so Theorien, Thesen aufstellen, die können wir hier mit diesen Markern repräsentieren. Das ist natürlich auch ein Clou im Mehrspielerspiel, genau, dass man da auch ein bisschen bluffen kann oder da werden Punkte halt generiert. Genau, wenn man eine Theorie richtig hat, generiert es Punkte. Wir werden das auch sehen auf dem Blatt nämlich, wo man das alles einträgt. Jeder hat so ein schönes Blatt vor sich liegen mit der entsprechenden Ausrichtung, damit nämlich die 1 auch gleich der 1 ist, die auf dem Brett zu sehen ist. Ihr habt hier den Gamecode, den wir spielen. Falls ihr das Spiel selber spielen wollt, könnt ihr jetzt nämlich das eingeben, durchspielen und dann weiterschauen, wenn ihr das selber machen wollt. Hier schreiben wir die ganzen Aktionen auf, die wir machen. Wir schreiben hier zum Beispiel die Artificial Intelligence auf, damit wir wissen, was die zum Beispiel gesucht hat. Als Vorbereitung kann man Forschung durchführen. Oder man kann im Spiel Forschung durchführen. Als Vorbereitung sagt das Spiel, welche Forschung zur Verfügung stehen und diese werden eingetragen. Die können wir im Spiel also aktivieren und kriegen dann eine Notiz, die wir selber eintragen. Und hier unten seht ihr die Punktetafel. Für jede
Theorie, die richtig ist, kriegen wir entsprechend Punkte. Das heißt also, Asteroid und Zwergplanet-Theorien sind am wertvollsten. Und der Planet X am Ende gibt 10 Punkte. Im kompetitiven Spiel natürlich sehr wichtig. Da seht ihr hier auch nochmal so ein paar kleine Hinweise, ne? Logik-Rules zu den Sachen. Und wir spielen auch nicht nur auf der einfacheren Kartenseite, sondern wir haben auch den einfachen Schwierigkeitsmodus hier gewählt, dass wir quasi mehr Hinweise bekommen. Und das sind dann immer Hinweise, es ist etwas nicht in dem Sektor. Hier zum Beispiel im Sektor 1 gibt es quasi keine Gaswolke. Ja, deswegen haben wir diese Gaswolke hier durchgestrichen. Und dann haben wir hier im Sektor 2 gibt es keine Asteroiden. Und so weiter und so fort. Und durch die Logik Regeln können sich natürlich bestimmte Kombinationen erschlossen werden, was ja Sinn und Zweck des Spiels ist. Und ob wir jetzt schlau genug sind, so einen Computer zu besiegen? Das, also ich habe ja gegen den Schachcomputer mal verloren. Noch ist mein Kopf ganz leer. Ich habe bis jetzt jedenfalls von diesen Nicht-Hinweisen habe ich jedenfalls noch keine Idee bekommen. Ich auch nicht, aber wahrscheinlich andere Leute schon. Und wir sind beide so im Zustand zwischen Genie und Wahnsinn. Ja, wir heute haben nicht ganz so viel geschlafen. Macht nichts. Das ist der beste Moment, um einfach Planeten zu entdecken. Auf jeden Fall. Da blinkt was. Ich glaube, es ist dann das Planet X. Der Zugbewegungsmechanismus heißt sowas auch so wie à la Patchwork oder so, der weiter hinten steht, der darf sich bewegen. Und in dem Fall sind wir das. Und wir können jetzt also eine Aktion hier ausführen. Und das sagt uns auch die App. Also wir können was erkunden, wir können was anvisieren. Das ist dieses Targeting. Forschung machen und Planet X lokalisieren. Planet X lokalisieren wäre jetzt sehr gewagt. Aber falls ihr euch da fragt, wie ist denn das? Ich könnte jetzt irgendwas tippen, damit es nicht so Holy Mary mäßig ist. Man muss auch noch Dinge in den angrenzenden Sektoren angeben und dreimal richtig zu tippen, dann hat man so viel Glück, dann kann man auch gewinnen. Dann kann man auch einfach gewonnen haben. Ich glaube, ich würde erstmal. Was ist dir denn? Nach Forschung, glaube ich. Du möchtest mal Forschung haben. Und wie gesagt, wir haben hier Forschung A bis F quasi. Nach was gelüstet es dir denn? In welchem Gebiet wollen wir denn forschen? Ja, das ist eine gute Frage. Am Ende haben wir noch so eine abschließende Konferenz, ne? Die erzählt uns was über Planet X und Asteroiden. Ja, die wird dann irgendwann auf dem Brett erreicht. Insofern vielleicht irgendwas mit Asteroiden erforschen. Aber da haben wir nur Gaswolken und Asteroiden. Zwergplaneten und Asteroid haben wir auch. Das kannst du dir aussuchen. C oder E. Zwergplaneten. Und wir wissen schon ein bisschen was. Wir wissen, dass wir zum Beispiel im Sektor 5 keinen Zwergplaneten haben. Und wir haben auch keinen Zwergplaneten in 12. Dann würde ich fast mal sagen, dass wir E nehmen. Zwergplanet und Asteroiden. Alles klar. Ja. Das heißt also, wir machen den Bereich Forschung. Ihr seht ja auch hier eine Zeiteinheit. Kostet uns das Ganze. Und hier sehen wir auch nochmal die Übersicht. Siehst du? Die App ist übrigens in Deutsch noch in der Beta, also wir gucken mal, falls jetzt irgendwas abstürzt oder so. Wir machen das mit euch jetzt hier mit dieser App auch das erste Mal. Also wir hatten gesagt, Zwergplaneten und Asteroiden. Tippen wir mal an, das werden wir hier noch bestätigen dürfen. Und jetzt seht ihr hier oben schon mal, das kostet uns eine Zeit. Und es sagt, der Zwergplanet befindet sich innerhalb von 2 Sektoren eines Asteroiden. Eieiei. Was sagt er? Ja, also der Zwergplanet, es gibt nur einen Zwergplaneten hier in unserem. Der ZP, und er befindet sich innerhalb von 2 Sektoren eines Asteroiden. Und was ich eigentlich ganz nett finde, ist hier nochmal, wird die Bedingung nochmal ein bisschen näher erklärt. Vielleicht für mich lese ich das jetzt auch nochmal durch. Wenn es heißt, dass ein Objekt sich innerhalb von Sektoren einem anderen Objekt befindet, bedeutet das, dass es in jedem Sektor sein könnte, der nicht weiter als die genannte Anzahl von Sektoren vom ursprünglichen Sektor entfernt liegt. Zum Beispiel, es gibt 4 Sektoren innerhalb von 2 Sektoren von Sektor 5. Sektor 3, 4, 6 und 7 könnte das dann sein. Okay. Also, wir müssen mal so ein paar Asteroiden finden. Jetzt müssen wir unseren Marker, wir haben eine Zeit verbraucht, wir gehen also dann ein Feld nach vorne. Unser gutes Teleskop da eins bewegen. Ist sozusagen der obere Bereich hier. Dann drücken wir jetzt auf Fortfahren und die Erinnerung ploppt jetzt hier auch nochmal auf. Forschung dürfen wir nicht zweimal hintereinander machen. Genau. Und von daher
gibt es jetzt weiter. Und jetzt ist der Computer am Spielzug. Computer? Denn er ist ja hinter uns, wie ihr hier seht. Ne? Das ist also der Computer. Also machen wir den Computerspielzug. Und der sagt uns jetzt, dass der aktuell sich im Sektor 1 befindet. Können wir bestätigen. Das eigentlich finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das ist eine Überprüfung, ob alles richtig läuft. Vielleicht auch, hoffen wir mal, dass die App auch keine Fehler macht. Dann sagen wir jetzt mal Zug 1 anzeigen. Und der Computer erkundet Asteroiden. Und zwar im Sektor 1 bis 4. Also da hat man so eine Range. Und das Ganze sieht man auch hier unten. 1 bis 6 ist aktuell der Horizont, den wir quasi im Nachtbereich haben, wo wir auch Sterne erforschen können. Also diese Sektoren hier hinten, die können wir gerade nicht uns anschauen. Und die Computerfigur muss sich um 3 Zeitfelder vorziehen auf den Sektor 4. Also auch hier relativ straightforward. Gucken wir mal. Dann geht es natürlich weiter. Also die Notiz hat sich Pete jetzt hier auch gut notiert. Also 1 bis 4 hat er nach Asteroiden geforscht oder gesucht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Nee, also Ergebnisse leider, kennt man nicht. Man kennt die Ergebnisse auch nicht. Leider nein. Ja, die verrät man nicht. Sonst wäre es... deswegen kann man sich hier die anderen Spieler noch aufschreiben und dann die Informationen noch zu versuchen zu verarbeiten, um noch früher den Planeten zu finden. Und was jetzt passiert ist, wir haben ja beide das Feld 1 verlassen. Damit wandert der Himmel immer zum nächsten Spieler, der gerade am Zug ist. Und somit sehen wir auch einen neuen Bereich. Jetzt haben wir nämlich 2 bis 7 die Möglichkeit. Und wir sind hinten und wir können uns jetzt wieder mit unseren Aktionen befassen. Ihr wisst, Forschung kostet eine Zeit, aber das haben wir eben gemacht. Das können wir also nicht nochmal tun. Ja. Bleibt uns also wieder das Thema anvisieren oder erkunden. Und erkunden hat halt eine variable Zeit, je nachdem, wie viele Sektoren man da quasi absuchen, erkunden möchte. Ja. Wollen wir, ich würde ja fast sagen, wir erkunden mal was, oder? Wollen wir mal... Die Frage ist nach wir was? Sind, ja, nach was ist, ja, nach was? Das wir ist ja gehen nochmal auf unseren Zettel, was wir hier haben. Also wir können jetzt gerade in Sektor 2 bis 7 sozusagen uns hier so ein bisschen Sachen also anschauen. Das ist immer so, die Hälfte ist immer verfügbar. Mhm. Ja, das wäre jetzt der Himmel, den wir sehen können. Na, wollen wir nicht mal gucken, ob wir irgendwie so ein paar Asteroiden irgendwie... sehen. Also guck mal, hier in 2 kann kein Asteroid, hier in Sektor 2 ist kein Asteroid. Ja. Dann ist hier in Sektor 6 kein Asteroid. Das heißt, hier könnten doch zusammenhängend irgendwie Asteroiden sein. Das könnten wir doch vielleicht bestätigen oder auch nicht. Oder? Also du müsstest dann von 2 bis 6 nach Asteroiden suchen. Ja, oder von 3 bis 5 einfach nur. Nee, 3 bis, ja, da kommen wir wieder zum Spiel, weil 3 bis 5 sind ja nur 3 Sektoren, das kostet 4 Zeit. Du willst also immer so viel, also 4 bis 6 Sektoren. Möglichst viele machen. Wir haben das hier, kostet weniger Zeit. Okay, wir haben hier natürlich schon Info, dass wir auch mehr machen können. Also die Option, die ich überlegt habe, war halt entweder Asteroiden-Scan, also Asteroiden-Scan zwischen 2 und 6. Da wissen wir ja, dass da sonst keine sein können. Ne? Ja. Oder halt Kometen-Scan zwischen 2 und 5. Kometen gibt es auch nur 2, Asteroiden gibt es 4. Das wären so die beiden Sachen. Ja. Tja, du, also. Tja, Pete. Wir machen jetzt einfach, wir erkunden auf jeden Fall. Na, da sehen wir jetzt hier das Erkundungsfeld. Genau. Sie können nur den sichtbaren Bereich des Himmels erkunden. Na, am Anfang sagt uns auch, also hier nochmal, finde ich, wird gut durchgeleitet das Ganze. Wir machen also fortfahren. Und jetzt müssen wir uns quasi entscheiden, ja, was wollen wir denn eigentlich für Himmelskörper da absuchen? Und hier die Ikonografie wird quasi übernommen. Bevor mich fragt, laufe ich nämlich zur Kaffeemaschine. Du läufst der Kaffeemaschine. Ja, dann ich würde dann mal bei Asteroiden bleiben. Mach das. Dann gibt es hier diesen, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Keks. Da, zack, wird also Asteroiden ausgewählt. Dann haben wir ja gesagt, der Anfangssektor ist bei uns 2. Ne? Mhm. Und der Endsektor, Pete, hast du gesagt, die 6. Und da seht ihr auch oben, ist eingeblendet, bei 4, 5 oder 6 Sektoren kostet das nur 3 Zeit. Sagt es uns auch, erkunden für 3 Zeiteinheiten, machen wir mal. Und ja, es gibt keine Asteroiden in den Sektoren 2
bis 6. Ja. Mann, Piet, also das ist quasi die asteroidenfreie Zone hier. Kann man mal festhalten. Was haben wir gesagt? 2 bis 6? Ja, 2 bis 6, keine Asteroiden. Keine Asteroiden. Das heißt, das können wir schon mal... Können wir hier schön mal die durch X-Sachen. Alle wegstreichen, ne? Und hier sieht man natürlich auch vielleicht noch eine Sache, die es nicht als Plättchen gibt. Es gibt quasi wirklich leere Bereiche, 2 truly empty Gebiete. Also in quasi 3 leeren Bereichen, die zur Auswahl stehen, ist in einem leeren Bereich Planet X. Und 2 davon haben halt dieses leere Kästchen da. Okay, ja, Asteroiden sind also auf dieser Seite irgendwie nicht gefunden. Das hat aber gefunden. 3 Zeit gekostet. Das hat uns 3 Zeit gekostet. Also 1, 2, 3. Mhm. Ich mache jetzt hier natürlich wieder fortfahren. Wir werden hier wieder den Himmel bewegen. Ja. Und jetzt werden wir hier vorbeikommen und jetzt kommen wir hier auf die erste Theorie, die wir ja, das ist dieser kleine, setzen können. Das korrespondiert auch, wenn wir die Marker hier umdrehen, ne? Also mit diesem Thesenpapier. Genau. Und im Standardspiel können wir eine These setzen, im Expertenspiel würde man bis zu 2 setzen können. Mhm. Und was würdest du schon was sagen wollen, wo was ist? Wir wissen ja eher, wo was nicht ist. Wir wissen eher, wo was nicht ist, genau. Jetzt geht es darum, halt so ein paar Tipps oder im besten Fall weiß man wissen, sogar schon was Wissen abzugeben. Denn das bringt ja nachher auch Punkte. Tja, das ist so ein richtig. Man muss nicht. Also man muss nicht, sage ich mal, was setzen, eine Theorie aufstellen, aber man kann. Tja, Piet, wir gucken hier nochmal auf unseren Zettel. Also, tja. Also ich würde nichts abgeben. Ja, bin ich auch dabei. Ich habe da jetzt auch nicht so richtig... Aber wir müssen noch überprüfen, ob der Computer einen abgibt. Ja, da seht ihr hier schon, Computer hat einfach quasi Spielzug-Button und Theorie-Aufstellen-Button. Den drücken wir mal auch. Der muss nicht immer sowas tun. Aber der Computer ist aktuell in Sektor 4 auf dem Zeitstall. Das ist richtig. Das ist also auch nochmal überprüft. Und er gibt auch keine Theorie auf. Er hat auch noch keine Ahnung. Er ist also genauso clever wie wir. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Und dann ist es aber auch so, dass, ihr seht es auch hier, der Computer ist natürlich hinter uns auf Sektor 4. Also ist der Computer an der Reihe. Computerspielzug. Mhm. Und zwar ist das jetzt sein zweiter Zug. Genau. Und das macht der Gute. Der Computer erkundet wieder Asteroiden in den Sektoren 4 bis 8. Hat jetzt also schon mal, weiß was über Sektor 7 und 8 mitunter, was wir noch nicht wissen. Ja. Ja, weil wir haben ja 2 bis 6 Asteroiden ausgeschlossen. Nee, er weiß auf jeden Fall 1 bis 4 und 4 bis 8 weiß er. Und dann wird er von Sektor 4 auf Sektor 7 gestellt. 3 Zeiteinheiten, sagt uns die App auch und wieder wunderbar. Und dann läuft es hier auch gleich weiter. Zick, zick, zick. Und wir sind wieder am Drücker. Du wolltest ja eigentlich, macht es jetzt Sinn nach Kometen mal? Also Asteroiden nochmal zur, um das Ganze sich nochmal in Gedächtnis zu rufen, die sind immer zusammenhängend, also mindestens 2. Also wenn wir jetzt vielleicht, keine Ahnung, genau, hier einen Asteroiden hätten oder so und wir wissen, in 6 gibt es keinen Asteroiden, dann muss also angrenzend daneben. Genau, ich kann das mal illustrieren. Ja, wir haben hier also einen Asteroiden. Asteroiden sind immer in Paaren unterwegs, immer zu zweit sind sie. Das heißt, wenn hier keiner ist, muss hier einer sein. Mhm. So, wenn wir jetzt auch zum Beispiel wissen, ich suche mal die anderen beiden. Einen habe ich schon, aber wenn jetzt hier einer wäre, dann wüssten wir auch, der nächste und der vierte wäre also entweder hier oder hier und könnten halt überall anders die Asteroiden streichen. Mhm. Ne? Also genau, sie sind entweder... Sind halt für die Logik, also für die Logikrätsel, die man kennt. 2 Paare gibt es oder halt eine Viererkette. Genau. An den Sachen hier, ne? Und Kometen gibt es 2 an der Kometen Zahl. Kometen gibt es 2 und die können... Nur in Sektor... Ja, das hatten, 2, wir, das 3, hatten wir vorhin 5, schon mal 7, angedeutet. Und ihr seht es hier unten, ne? Nur hier unten in bestimmten Sektoren, die Piet auch eben genannt hat, ist der Komet abgebildet. Das ist ein Primzahlensektor. Deswegen war es wahrscheinlich, da habe ich das Ganze auch gar nicht nochmal so weit mitbedacht, deinen Vorschlag von Piet, die Kometen da zu scannen, vielleicht gar nicht so schlecht, weil... Ja, wir sind gerade im 5, wir können, also du kannst ja auch nur Kometen scannen, die wir auch einfangen würden.
Du meinst, wir scannen. Wir könnten Kometen? Auch noch einen Research machen und würden dann in 6 scannen zwischen 7 und 11. Ah, ja, stimmt. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit wieder ein Research. Ich bin auch für Forschung. Forschung finde ich gut. Dann sucht ja einer aus. Ich sehe mal auf die Forschung und da seht ihr es wieder. Wir wollten jetzt mal nach Kometen gucken, haben wir gehört. Ja, oder noch Gaswolken und Asteroiden. Weiß man Achso, zum ne? Thema, dass wir nochmal mehr Asteroiden Wir haben. Wissen ja auf jeden Fall, von den die 4 Asteroiden liegen zwischen 7 und 1. Da hast du vollkommen recht. Dann, Kometen und Zwergplaneten. Sind einfach Kometen, also A oder B. Nur A sagt uns nur was über Kometen, wa? Ja, lass sie doch, da bin ich mal interessant, was... Nur was nur A sagt über Kometen, das kostet uns wieder eine Zeiteinheit. Und alle Kometen befinden sich in einer Kolonne von 4 Sektoren oder weniger. Gucken wir auch hier nochmal, was das uns sagt. Eine Kolonne ist eine ununterbrochene Gruppe von aufeinanderfolgenden Sektoren. Wenn es heißt, dass Objekte sich in einer Kolonne einer bestimmten Größe befinden, bedeutet das, dass die Anzahl aufeinanderfolgender Sektoren mit diesen Objekten dieser Anzahl oder weniger entspricht. Die Sektoren 6, 7, 8, 9 und 10 bilden zum Beispiel eine Kolonne von 5 Sektoren. Also es, letztendlich, wenn wir einen Komet gefunden haben. Ja, wenn. Ist der andere innerhalb von 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja, dann fällt ein Feld vielleicht raus. Also so viel wie ich. Ja. So, die Zeit müssen wir noch laufen. Das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Du richtest ja schon mal weiter. Und jetzt sind wir wieder dran. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass das nicht automatisch hier passiert, wenn der Computer dran ist, sondern das entscheidet sich halt immer ein bisschen, je nachdem, wie wir uns bewegen. Und so, in 6 oder 6, wo wir stehen, wissen wir, dass es keinen Asteroid gibt. Ansonsten wissen wir nicht. Ja, wir sind gefühlt Unwissende. Wir sind immer noch sehr unwissend. Und es geht auch gleich bald wieder, ihr seht es auch hier in die Richtung, dass wir wieder eine Theorie abgeben könnten. Na, wollen wir dann mal nach Kometen jetzt suchen? Wir können nur Kometen suchen zwischen 7. Also jetzt sind wir ja auch wieder eins weitergerückt, genau. Jetzt sind wir ja, schon ja, aber das ist ja gar nicht so schlecht, zwischen 7 und 11. Theoretisch. Wenn wir da 2 kriegen, ist klar, dass die in 7 und 11 sind. Wenn wir nur einen kriegen, wissen wir nur nicht, wo die sind. Dann machen wir erkunden. Diesmal oder wir nehmen gezielt was aufs Korn, dann können wir schon eine Theorie absetzen. Ich habe fast gehofft, dass wir damit, dass wir viel leichter, dass wir, wenn wir gut treffen, eine Theorie, weil dann könnte man da schon was vermuten. Wenn wir jetzt einen Komet treffen, könnte man vielleicht raten. Ja, was, aber wenn ob nicht stimmt, ist das Minuspunkt am Ende, ne? Ja, aber wir sind, ich meine, no risk, no fun. Ja, ich merke schon, wenn ich da meine Seite habe. Ja, genau. To Infinity! Okay, na, oder willst du ein Target setzen dann, oder? Wenn du was. Oder, ja, wenn wir da nichts treffen, ist auch schon aus. Ich weiß. Also wir können ja hier die Kometen absuchen. Gut, dann machen wir mal erkunden, Kometen. Komet haben wir ausgewählt und wir wollen jetzt vom Sektor 6, hast du gesagt, oder? Nee, vom Sektor 7. Wir wollen von Sektor 7. Ohne? Ja, macht der. Du durftest dir 6 auch gar nicht gegeben haben. Vielleicht. Sektor 7 bis Sektor 11. Das kostet uns 3 Zeiteinheiten. Ja. Und wir gucken mal, 2 bitte. Was da los ist. Es gibt keine Kometen in den Sektoren natürlich. 7 bis 11. Also können wir hier schon mal in 7 auf den Kometen ein fettes X setzen und in 11. Das heißt, die beiden Kometen sind in 3 der Möglichkeiten. Mhm. Und sie liegen alle in 2, 3 und sie sind in einer Kolonne von 4. Ja. Also müsste man irgendwie mal was targeten oder da suchen, irgendwie nochmal das eingrenzen. Okay, das hat uns jetzt für unsere These, die nicht geholfen. Hat uns nicht geholfen. Naja, du kannst halt, 2 und 3 sind richtig. Ja. Wie viel Zeit haben wir gebraucht? 3 Zeit haben wir gebraucht. 1, 2, 3. Tja, 3 Zeit. So, wollen wir eine These aufstellen? Thesen habe ich dir überlassen. Ja, genau. Thesen habe ich dir überlassen. Der Piet. Ja. Ich bin ja mit der Kaffeemann, nicht der Teemann. Hat sich
Hast du da jetzt schon ein Feeling bekommen für irgendeine These? Also ich bin da jetzt, das wäre auch aus meiner Sicht immer alles noch geraten. Ja, ja. Also ich hätte jetzt gehofft, dass wir diesen Solange du nichts gefunden hast, ist das relativ... Ja. Also ich wär fast dafür, noch keine These abzugeben. Ja, dann machen wir keine, aber Computer vielleicht. Computer leider nein. Gucken wir mal, was der Computer sagt. Mhm. Computer These aufstellen. Der ist in Sektor 7, ist richtig? Das richtig. Und auch er stellt keine These auf. Ja, oder keine Theorie. Also, er kennt nur Asteroiden bis jetzt. Ja, ja, ja. Aber es scheint auch... Aber vielleicht ist auch... Vielleicht wir wissen auch nicht, wie gut der Computer ist. Vielleicht ist der Computer auch aus dem Asteroids-Automaten und deswegen scannt er immer nach Asteroiden. Ja, die will er einfach kaputt machen. So. Dann ist der Computer jetzt am Start. Ja. Also, Computerspielzug. Der ist auf der 7, ja. Richtig. Zug 3 macht er und der Computer visiert Sektor 11 an. Mein Target Gott. 11. Der visiert Sektor 11 an. Und damit muss die Computerfigur um 4 Zeitfelder vorziehen. Und zwar genau auch in Sektor 11. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, er sucht einen Asteroiden. Ich glaube, er... Aber er weiß jetzt, was in Sektor 11 ist. Ein cleverer Typ. Nächstes Mal gibt er auf jeden Fall eine Theorie ab. Ja, und jetzt schiebt sich natürlich unsere Himmelsscheibe hier weiter. Zack. Ja, ihr seht schon. Und wir haben eben gesucht. Also wir könnten jetzt auch nochmal forschen. Müssten dann aber schon eine Theorie wieder abgeben. Müssten dann wieder eine Theorie machen. Also könnte man wir können jetzt sogar was targeten. Wir können sogar den Sektor 2 gucken, ob da ein Komet ist. Wenn da einer ist? Ja? Wenn da einer ist, dann können wir da eine Theorie machen, dass da ein Komet ist. Ach, das willst du machen? Mhm. Ich dachte, du willst... Also besser ist ja zu wissen, wo kein Komet ist. Ja, aber ist ja auch gut. Wenn wir das targeten und da wäre keiner... Ja, wir zeigen einfach mal, was ein Target ist. Ja. So, okay. Also, anvisieren. Warum reden wir den ganzen über Targeten? Die App in Deutsch sagt uns doch, was los ist. Anvisieren. Erinnerung, Sie können nur einen Sektor im sichtbaren Bereich anvisieren. Das können wir machen, weil der ist sichtbar. Ja. Und jetzt wählen wir... Das ist... Müsste er wissen, egal, wir müssen es auswählen. Also wir wählen Sektor 2 aus. Er weiß nicht, wo wir stehen. Er weiß nur, wo der Computer steht. Und jetzt sagen wir anvisieren. Es gibt einen Kometen in Sektor 2. Mann. Der hätte natürlich auch irgendwas anderes sagen können, ne? Ja, ja, und damit ist das hier alles raus. Es gibt einen Kometen in Sektor 2. Das war natürlich. Du musst jetzt aber hier auch so einen Marker, ja, da hat man ja nur, achso, ich zeig den hier mal, ja, so einen Marker. Den muss man natürlich dann abgeben. Und der Computer hat auch einen verbraucht. Nicht, dass er schummelt. Naja, meinst du, der schummelt? Ja, das hat uns 4 Zeiteinheiten gekostet. Ich setze die auch hier mal weiter. 1, 2, 3, 4 sind wir wieder hier in Sektor 1. Und ja, also wir sind, wie wir ja eigentlich, haben wir schon vielleicht gehofft, dass da was anderes ist. Deswegen wissen wir jetzt nicht, wo der zweite Komet ist. Da müssen wir nochmal ein bisschen suchen. Das ist schwierig rauszufinden. Und jetzt bewegt sich natürlich das Ganze hier wieder. Na, wir können eine Theorie aufstellen und das machen wir auf jeden Fall. Genau, also im Solospiel können wir die natürlich auch aufgedeckt lassen, aber standardmäßig deckt irgendwann. Ja, genau, wir lassen sie jetzt mal hier aufgedeckt für euch. Und zwar sagen wir natürlich, dass im Sektor 2 ein Komet genau, ist. Alle Leute stellen nämlich jetzt erstmal eine Theorie auf, die sie unterstützen. Der Computer stellt jetzt auch eine auf. Ja. Computertheorie aufstellen, da bin ich ja mal gespannt. Der befindet sich in Sektor 11, ist richtig. Und der Computer stellt eine Theorie auf in Sektor 12, Piet. Dann hat er die Asteroiden gefunden. Vielleicht ist der cleverer als wir und kann Sachen ausschließen. So, da will ich wissen, was er macht, das sagt der Computer. Und aber du denkst jetzt zum Beispiel, dass in Sektor 12 ein Asteroid ist. Er hat halt 1 bis 4 gesucht und 4 bis 8. Und hat hier Asteroiden gefunden und hier hat er keinen gefunden. Wir wissen ja gar nicht, ob er da Asteroiden gefunden hat.
Ja. Das versucht, oder? Oder er hat einen gefunden und weiß, dann ist ein Zwölfer einer, weil hier war keiner. Aber er hat als erstes hat der Asteroiden gesucht. Hm. Ja, ja, aber wir können jetzt auch warten, weil wenn alle Spieler jetzt durch sind, und zwar fängt es an von hinten nach vorne, also der Computer hätte zuerst einer aufgestellt, dann wir. Und wenn alle aufgestellt sind, dann laufen die alle einen Schritt vorwärts. Und sobald die halt unten angekommen sind, werden die überprüft, ob die richtig sind. Das bringt uns jetzt hier zum nächsten Thema, und zwar hierhin. Planet X-Konferenz. Eieiei, wir machen mal hier kurz auf Fortfahren. Das heißt, jetzt gibt es Planet X-Konferenz. Genau. Uiuiui. Und da ernennen wir uns Planet X. Das ist halt auch Asteroiden. Einfach eine. Ist wie so eine Forschung. Genau. Ja, sehen wir für hier. Für alle Spieler, die wird bei allen Spielern laut vorgelesen. Also wählen wir das aus. Informationen anzeigen. Und zwar: Planet X befindet sich nicht direkt gegenüber eines Asteroiden. Ja, gegenüber ist eigentlich klar. Also. Hier sehen wir ja auch, Sektor 1 hat halt gegenüber Sektor 7. Also es ist schon mal interessant, zu wissen, wo Asteroiden sind. Wenn wir hier mal vermuten, dass in Sektor 12 vielleicht Asteroiden sind, dann wäre... Ja, ist er nicht in 6. Ja, das könnte, jetzt könnten wir uns schon mal so überlegen. Ja, jetzt ist natürlich der Computer wieder am Spielzug. Der befindet sich in Sektor 11. Wunderbar. Und der Computer erkundet Gaswolken in den Sektoren 1 bis 4. Das kann er, das stimmt. Ja. Mhm. 1 bis 4 sucht der Gute jetzt nach Gaswolken. Und das kostet ihn 3 Zeit, sodass er in Sektor 2 kommt. Zack, hier hin. Uiuiui. Ja, und damit dreht sich die Scheibe weiter und wir kommen wieder hier in den Bereich, eine Theorie aufzustellen. Wollen wir denken, dass da Asteroiden sind? Das wäre dann, das wäre dann deine, quasi deine Theorie zur Theorie aufgegriffen. Genau. Ja, macht auch von mir aus. Ja. Dann machen wir das hier mal, legen wir mal hin. Unsere Theorien legen wir mal offen. Setzt der Computer eine? Dass wir das machen. Ja, gucken wir mal. Computer-Theorie aufstellen. Und zwar, der Computer ist aktuell in Sektor 2, ja. Und der Computer stellt eine Theorie in Sektor 1 auf. Verdammt, hatten wir das. Also. 1 bis 4. Nach Gaswolken hat er auch in 1 bis 4 gesucht. Hat er da jetzt, ja, wenn er von 1 bis 4 gesucht hat und nur einen gefunden hat. Deswegen hat er vielleicht auch in 11 geguckt, ob noch einer ist. Meinst du? Ja, man weiß es nicht. Vielleicht redet er genauso wie wir. Ja, hier. Das kann auch sein. Aber der hat auch 8 Infos bekommen, ne? Andere Infos, ja. Der Computer hat also andere, die mit dem Strich markierten Informationen waren. Also müsste ja eigentlich, weil jeder Spieler erhält dann 8 Infos. Mhm. Jeder erhält andere. Tja, okay. Das bedeutet, wir drehen hier mal noch diesen kleinen Ticken weiter und wir sind am Start. Wir sind noch nicht fertig. Das muss ich noch weiter nach unten rücken. Ja. Genau, in der nächsten Konferenz werden die hier überprüft. Mhm, dann gucken wir mal, was der Computer da getippt hat. So. Okay, fortfahren. Wir könnten wieder eine Forschung machen, glaube ich. Was willst du denn forschen? Was wollen wir denn forschen? Wir haben Kometen und Gaswolken vielleicht? Wir haben... Weil wir wissen ja mal, wo ein Komet ist. Wir wissen, wo ein Komet ist. Da hast du vollkommen recht. Und das Erforschen kostet uns nur eine Zeit. Kometen und Gaswolken. Oder Kometen und Zwergplaneten haben wir auch. Tja, aber wir haben nur einen Zwergplanet. Zwei Gaswolken. Wenn es ist besser, den aber der Gasplanet sagt uns, der Gasplanet. Der Zwergplanet. Der Zwergplanet sagt uns immerhin, wo, wenn wir den haben, ist da benachbart, nicht Planet X, so viel ist wichtig. Mhm. Deswegen ist es wichtig, ihn zu finden. Also, Kometen, Zwergplaneten? Du suchst aus, ich sag's ja. Ist ja lustig, dass da Zwergplaneten steht, obwohl es nur ein Zwergplanet gibt. Ja, weil es im Expertenspiel halt 4 Zwergplaneten sind. Ja, okay. Also, dann mache ich mal D, Kometen, Zwergplanet. Ja. Kein Komet ist neben dem Zwergplaneten. Mhm. Neben wird jetzt wahrscheinlich das jetzt. Ja, neben einem Objekt bedeutet, dass es sich in einem Sektor weiter links oder rechts
des anderen Objekts befindet. Zum Beispiel zwei Sektoren, die sich neben Sektor 8 befinden, sind Sektor 7 und 9. Damit können wir doch schon auch sagen, dass hier kein Zwergplanet ist. Hier ist kein Zwergplanet. Ne? Ja. Und es ist auch, das wussten wir ja schon, ja. Da ist auch kein Zwergplanet. Und wenn wir wissen, da ist kein Zwergplanet. Ja, also hier ist überall kein Zwergplanet. Das heißt, die Kometen sind leider nicht auszuschließen. Ja. Der Zwergplanet kann nicht hier sein. Der Zwergplanet kann nicht da sein, weil er dann daneben... Also egal, welcher Komet es ist. Ja, da hast du vollkommen recht. Der Zwergplanet ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Das ist doch schon mal gut. Wir müssen einen Schritt weiter gehen. Wir gehen hier in vorderste Stelle. Das Ganze dreht sich hier auch wieder weiter. Und der Computer ist... Zack, Computerspielzug... Zug 5, er ist auf Sektor 2, das stimmt auch auffallend. Der Computer erkundet und zwar Gaswolken in den Sektoren 2 und 5. Jetzt ist er erst war er auf Asteroiden aus und dann auf Gaswolken. Ja, der vor allen Dingen jetzt auch 1 bis 4 und 2 bis 5. Er scheint da irgendwas gefunden zu haben, glaube ich. Die Computerfigur geht von 2, 3 Felder weiter auf die 5. Machen wir fortfahren hier. Und wir werden natürlich hier bleiben an der noch, Stelle ja. Noch, ja. Forschen dürfen wir wieder nicht oder haben wir ja gerade eben gemacht. Anvisieren dürfen wir nur noch einmal, dann würde ich erkunden oder was? Erkunden? Ja, die Frage ist, was erkunden wir? Was ist denn, wenn wir nochmal, bringt uns das was, wenn wir nochmal Kometen erkunden und zwar dann hier von hier nach hier oder so? Ja, wir können nur bis 7. Von 5 bis 7, das macht 5 bis 7 kostet 4. Oder 4 bis 7 könnte man. 4 bis 7 geht nicht, weil 4 kein Komet hat. Ah, stimmt. Und 3 bis 7 bringt nichts, dann wissen wir genauso viel wie vorher. Da wissen wir nichts. Und dann nach also dem Zwerg. Also da müssten wir jetzt was anderes. Auch nichts, wa? Ja. Wir können Zwergplaneten suchen zwischen 2 und 7 und wissen, ob der Zwergplanet zum Beispiel in 2 und 7 ist. Weil wenn da ein Zwergplanet kommt, ist er in 2 oder 7. Oder eine Gaswolke, macht da irgendwas? Über Gaswolke haben wir gar keine Info. Wissen wir noch nichts, wa? Und über die Asteroiden haben wir auch so mäßig... Ja, da ist 7 nur unbekannt. Der Rest wissen wir, dass nirgendwo einer ist, also... Nee, dann würde das schon Sinn... Dann lass uns doch über den... Zwei Planeten? Ja. Das heißt, wir machen Erkunden. Und zwar der Zwergplanet. Zwergplanet und der Anfangssektor ist, Piet, sag dir nochmal, 2 und der Endsektor ist die... So, jetzt willst du einen überprüfen, dann ist es 6. Willst du 2 nehmen, dann ist es 7. Ach so. Also ja, die Chance, dass 6 nichts ist, ist groß, aber wenn du 6 triffst, dann weißt du, der Rest ist es nicht. Aber 6 und 7... Dann wissen wir, ob das ein 6 oder 7 ist. Genau. Ich würde es auch 7 nehmen, glaube ich. Zack, machen wir mal. Wir geben mal 7 ein. Das kostet uns auch 3 Zeit. Es gibt keinen Zwergplaneten in den Sektoren 2 bis 7. Hätte ich ja fast gedacht. Zwergplanet 2 bis 7 und 3. 1, 2, 3... Ah, nee, wir laufen ja davor. Alles klar. Tja, sind wir schon cleverer geworden, Piet? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht. So, wir machen mal hier weiter. Und unsere Scheibe hier bewegt sich natürlich wieder. Ja. Ach, es ist wieder Zeit für eine Theorie und wir sehen, hinten steht der Computer. Der Computer fängt also an, eine Theorie aufzustellen. Okay, also Computertheorie aufstellen. Und zwar sage ich euch mal, was der Computer hier sagt. Ist aktuell in Sektor 5, das stimmt. Und er stellt eine Theorie in Sektor 10 auf. In Sektor 10, Piet. Und dann sind wir dran und dann rutschen ja auch die Theorien weiter runter. Ja, willst du auch noch eine Theorie aufstellen? Zum Beispiel, dass in 1 ein Asteroid sitzt? In 1 auch ein Asteroid, denkst du, möglicherweise?
Ja, die liegen immer zusammen. Die liegen zusammen, ja. Wenn, dann wäre das ein... Ja, lass uns das mal machen. Das machen wir mal. Also, ich nehme stark an, dass er das ist. Mhm. So, dann, dann... Wenn alle Theorien, wenn jetzt überprüft gehen, also ein Feld nach unten. Und jetzt wird auch in Spielerreihenfolge überprüft. Das heißt, also die wird jetzt zuerst überprüft. Es gibt ein sogenanntes Peer-Review, heißt es im Englischen. Im Deutschen heißt es Theorie auswerten. Okay, dann machen wir mal hier Theorie auswerten. Und die sagen uns jetzt... Sektor. Sektor. Und da beginnen wir einfach mit Sektor 12. Ja. Sektor 12. Und dann müssen wir jetzt mal umdrehen, oder? Ja, weiß ich. Wir wissen ja nicht, was er genommen hat. Ach so, ah. Gibt es eine Computerauswertung? Ah, nochmal zurück. Das ist, da hast du vollkommen recht. Nee, nur aufstellen. Hm. Da können wir nur unsere Theorie auswerten. Ja, eigentlich müsstest du dieses Computers auch auswerten können. Hm. Machen wir Theorie auswerten. Dann machen wir mal vielleicht Theorie. Kannst du ja Objekt auch auswählen, Computer. Vielleicht, ja, gucken wir mal. Also im Sektor 12 und Objekt, ah, Pete hat es schon erraten, die Computertheorie. Ergebnis sehen. Richtig, Sektor 12 hat einen Asteroiden. Damit wird sie jetzt hier umgedreht. Ja. Jetzt ist die Reihenfolge natürlich, er hat den zuerst gefunden, der kriegt also auf jeden Fall einen Bonuspunkt später gegen uns. Aber wir haben die zwei Punkte nochmal sicher, weil wir auch gesagt haben, dass es ein Asteroid ist. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, und dann müssen wir jetzt unsere Theorie mit dem Kometen ja, überprüfen. Da bin ich auch schon mal gespannt. Theorie auswerten. Das war in Sektor 2. Ich markiere hier schon mal den Asteroiden. In Sektor 2 und da haben wir gesagt Komet Baby. Und es, ja, hat einen Kometen. Boop, boop. Dann sind wir also safe. Ja, und du hast nochmal gesagt, genau, da ist ein Asteroid und da die ja zusammenhängt sehen werden. Also rechts oder links davon ein Asteroid. Und du hast ja richtig vermutet, weil der Computer ja auch nochmal eine Theorie aufgestellt hat, könnte es durchaus. Könnte es sein, dass jetzt 10 halt auch eine ist. Mhm. Dann wäre 9 der andere. Mhm. Und so versucht man natürlich. In die Köpfe des Computers. Genau, den Gegner zu lesen. Ah, ja. Gut, dann drehen wir hier mal weiter. Wir haben ja die Theorie-Thematiken durchgebracht. Ja. Und dann ist der Computer jetzt dran, ne? Computerspielzug, er befindet sich Sektor 5, ja, sechster Zug. Der Computer visiert Sektor 7 an. Visiert? Sektor 7 visiert er an. Und das kostet ihn 4 Zeit, sodass er auf den Sektor 9 geschickt wird. Auf jeden Fall ist kein Komet und kein Zwergplanet drin. Dafür, er hat ja nach Gaswolken auch Ausschau gehalten. Man weiß es nicht. Wissen wir noch mal was zum Thema Gaswolken und Gaswolken, die haben wir nicht, Zwergplanet haben wir noch nicht gemacht, Gaswolken, Asteroiden haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, wir stehen jetzt in 5 und theoretisch können wir jetzt gucken, ob das ein Komet ist, indem wir halt 5 bis 11 suchen. Dann wissen wir, ob das einer ist oder das einer ist. Wir können aber auch nach Asteroiden suchen und zwar zwischen 5 und 9 zum Beispiel. Dann wissen wir, ob die drei hier Asteroiden haben. Das kannst du dir aussuchen. Und der Planet X ist nicht gegenüber vom Asteroiden. Von daher finde ich das mit den Asteroiden gar nicht so schlecht. Ach so, dann kann das ja auch, gut, dass du das sagst, dann kann das hier schon mal nicht Planet X sein. Ja. Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir mal erkunden. Die Frage ist jetzt noch mal, willst du deinen Komet suchen? Oder willst du Asteroiden suchen? Ich glaube, der Komet, den können wir hier wenigstens noch einloggen. Stimmt. Und wenn wir jetzt 4 Felder, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir erkunden, und zwar erkunden den Kometen. Versuchen wir, den zweiten Kometen zu machen. Und gehen dann von Sektor... Ja, von Sektor 5, wo wir sind. Bis Sektor 5 bis Sektor... Das geht gar nicht bis 11, wa? Doch, bis... geht nicht. Bis Sektor 11 geht nicht, weil wir sind nur da. Dann können wir das gar nicht erkunden. Nee, das ist ja doof. Aber wenn wir jetzt forschen würden, würden wir hier hingehen. Nur eins. Und dann könnten wir es machen. Dann würde ja passen, oder?
Das geht natürlich auch, ja. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Wir machen doch Forschung. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wollen wir denn jetzt forschen? Na, Kometen und Gaswolken wären ganz Kometen gut, wenn wir wissen, wo die Kometen und sind. Gaswolken, also B, Kometen und Gaswolken. Und da sagt er uns, mindestens ein Komet ist neben einer Gaswolke. Toll. Mindestens ein Komet ist. Also es ist irgendwie auch so eine halbe nichtssagende Sache irgendwie gefühlt. Mindestens ein Komet heißt also, es könnten auch beide. Stimmt. Ja. Ja, also muss man aufpassen. Das ist so ein bisschen so, wenn man hier mit dem Teufel redet. Also eine Gaswolke ist neben einem Kometen, oder? Beide. Mindestens ein Komet ist neben einer Gaswolke. Dann laufen wir mal einen Schritt nach vorne. Wir sind natürlich immer noch. Und dann machen wir jetzt die Erkundungssache. 7 bis 11, ne? Und zwar Nee, wissen wir doch, aber das geht ja nicht. Wir müssen ja 3 haben. 3 oder 5 brauchen wir. Ach, das war jetzt mein Denkfehler. Jetzt sind wir aus 5 raus, ne? Ja. Okay. Dann Asteroiden oder was? Ja, was willst du denn da suchen? Was wollen wir da suchen? Na, wir wollen das suchen, wo wir stehen, 6 bis 9. Zum Beispiel. 6 bis 9. Damit wir wissen, ob hier, der zum Beispiel hier ist und der da ist, oder ist das denn zu, weil hier drei Felder möglich sind, ist das zu krass? Achso, du willst hoffen, dass 6 bis 9 nur einen ergibt, dass wir sagen können, dass das auch einer ist, oder wie willst du das machen? Das ist ja sehr um die Ecke gedacht, genau. Nee, warum? Aber 6 bis 9 ist ja richtig, wenn das nur einer ist, kann der ja nicht, der, also wenn man das mal auf unser Bild, wenn du 6 bis 9 scannen, und wir nur einen haben, dann kann der ja nicht hier sein. Der muss ja am Ende sein. Mhm. Das geht schon, dann weißt du es übrigens. Okay. Wenn du, so, aber so der. Das wäre einfach nur, um seine Theorie abzukreuzen. Na, und die machen wir dann auch. Dann sind wir als zweites, aber. Ja, dann machen wir einen neuen ein. Dann machen wir einen neuen, ja, da hast du recht, ja. Also, probieren wir mal. Wie auch immer. Ihr lauft gefühlt trotzdem den Computer hinterher, merkst du? Weiß nicht. Immerhin haben wir den Kometen schon. Ja, einen. Ja, ey, du. Ja, also, der Spielautomat 6 steht. Bis 9. Ja. Hast du bloß nicht Herrn Turek wissen. Es übrigens gibt ein Asteroiden in Sektor 6 bis 9. Was haben wir gemacht? Wir haben nach Asteroiden gesucht. Oder erkundet, ja, erkundet. Und Asteroiden? Zwar, ja, genau, 6 bis 9. Ja, einen, ja. Hier kann keiner sein, da muss er ja in 9 sein. Weil er kann ja nirgendwo hier sein. Weil sie sind immer zu zweit. Wenn er hier wäre, müsste hier einer sein. Also dann geht er nur hier. Das war doch so clever kann der Alex manchmal sein. Ja, genau. Und dann muss also der andere hier sein. Ja. Dann, weil die ja nebeneinander sind. Dann ist wahrscheinlich, wenn wir ja sehen, ob das einer ist, aber der wird es wahrscheinlich nicht sein. Also entweder hängen die als Vierer. Ich glaube ja, dass 11 leer ist, weil der hat ja den Target auf 11 gemacht, ja, und hat keine Theorie in 11 aufgestellt. Meinst, aber er hat noch nicht. Er kann keine Theorie. Das könnte auch der Planet sein, oder? Das kann sein, aber. Du kannst ja mal ein Fragezeichen mit leer machen oder einfach leer hinschreiben. Also so hier brauche ich ja nicht. Das Fragezeichen mache ich dann hier hin. Ja, das wäre aber truly empty, ja, aber das wissen wir noch nicht. Ich kann auch bei beiden. Ja, genau. Weil gegenüber ist kein Asteroid, das könnte funktionieren. Mhm. Ja, genau. Okay. Was haben wir noch zu Asteroiden? Wir müssen erstmal in, dass wir es nicht vergessen, 3 weitergehen. 1, 2, 3. Und dann dreht sich natürlich jetzt hier, der Computer stellt als erstes eine Theorie auf, ich mach das mal, der ist in Sektor 9, ja, und der Computer stellt eine Theorie in Sektor 9 auf. Natürlich. Na, wer hätte das gedacht? Ich vermute meine Asteroiden-Theorie. Willst du auch da eine aufstellen in 9? Wir wollen auch, jetzt sind wir... Ja, die gibt 3 Punkte. Machen wir das vor? Kommen wir jetzt vor, wenn wir die Theorie wir öffnen? Kommen mit. Das läuft dann gleich. Also es würde dann das gleichzeitig sein. Mhm. Das zählt als zur selben Zeit aufgestellt. Ja, dann, ja.
Das ist halt ganz wichtig, wenn die gleichzeitig runterlaufen, kriegen auch beide den X-Faktor. Wir legen das mal wieder offen auf, genau. Und es rutschen natürlich alle Sachen weiter runter. Nee, wir dürfen auch noch. Nee, wir haben ja einen aufgestellt. Ja, gerade eben, ja. Dann rutscht hier das einmal runter, hier das einmal runter und hier das einmal runter. Mhm. Und in 1 gibt es damit Theorie auswerten. Ja. Und zwar Sektor 1 und zwar der Computer. Und der sagt, richtig, Sektor 1 hat einen Asteroiden. Haben wir auch. Haben wir auch uns vom Computer mit verleiten lassen. Dann zeichne ich hier mal den Asteroiden ein. Ganz wichtig, haben gegenüber. Wir alle 4 Asteroiden gefunden. Und gegenüber darf nicht der Planet X sein. Ne? Das kann man schon mal rausnehmen. Das fühlt sich doch schon mal gut an. Jetzt heißt es, Planet X könnte in 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Aber Planet X ist nicht, Planet X ist nicht gegenüber eines Asteroiden, toll. Und Planet X ist nicht neben einem Zwergplaneten. Ne? Das ist eine generelle Regel. Ja. Wir wissen aber nicht, wo der Zwergplanet ist, aber ich glaube ja fast, dass der Zwergplanet, der Zwergplanet muss ja, das wissen wir ja, innerhalb von 2 Sektoren eines zu einem Asteroiden sein. Das heißt, der Zwergplanet. Das ist der letzte, das heißt, der kann maximal hier sein. Hier wissen wir, dass er das nicht ist. Ja, Zwergplanet ist hier raus. Das heißt, lass mich kurz nochmal. Wir haben ja Asteroiden. Ja, das. Wussten wir das? Ja, das wussten wir. Deswegen kann ich hier alles. Dass wir das da auch rausnehmen. Mal raus-xen. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht. Vergisst, ja. Jetzt ist auch alles raus. Genau. Damit sind die nämlich. Jetzt haben wir also ein Gas. Der Planet kann also nur noch in 11 oder in 8 sein. Planet X. Nee, der Zwergplanet. Der Zwergplanet. Nein. Als andere haben wir schon. Aber jetzt ist erstmal der Computer wieder dran. Lass uns. Und es ist kein Planet neben einem. Der ist in der 9. Ich mache mal den Computerspielzug. Der Computer hat Planet X erfolgreich lokalisiert. Siehst du mal. So ist er. Mal gucken. Die Computerfigur um 5 Zeitfelder vorziehen auf den Zeitstrahl zum Sektor 2. So, ja. Wir machen mal fortfahren. So, und jetzt ist das Spiel generell vorbei. Computer ist beendet. Genau, Computer ist durch. Wir sind 5 Schritte hinter dem Computer und haben jetzt noch die Möglichkeit. Ja, wir können noch was machen. Ja, wir können selber Planet X lokalisieren. Das kostet nämlich auch 5. Das wäre egal. Ah ja, wir können. Oder wir machen ein paar Sachen. Oder wir stellen noch 2 Theorien auf. Der Punkt ist, mit 2 Theorien aufstellen, werden wir das Spiel nicht gewinnen. Wir müssen also. Meinst du, das ist ein 11? Dass es ein 11 ist und rechts und links ein Asteroiden? Oh, Mann. Hm. Ja, oder er hat die Gasplaneten alle gefunden. Vielleicht, also er weiß halt auf jeden Fall mehr als wir. Nicht gegenüber von Asteroiden. Innerhalb von 2 Sektoren ist dieser Zwergplanet. Naja, kann ja nur in 5, 8 oder 11 sein. Woanders geht nicht. Mindestens ein. Und ich glaube nicht, dass er hier die Clouds gefunden hat. Dass er so viele. Er hat 2-mal nach Gaswolken. 1 bis 4, 2 bis 5. Ja, aber wir können das ja mal, wenn wir hier Gaswolken haben, wir haben ja noch irgendwo ist ja noch ein Komet. Neben dem Komet ist mindestens eine Gaswolke, oder? Ja, mindestens, das war das irgendwie, mindestens. Oder ein das Komet heißt, ist mindestens das neben der Gas. Wenn das ja, ja. Ach, komm, dann auf 11 mit 2. Auf 11, wir gehen einfach auf 11. Naja. Kann das denn möglich sein? Ja, kann möglich sein. Und so eine Gaswolke ist immer neben einem truly empty
Beach, Gas, Clouds and Jays. Das kann keine Wolke sein, weil es ja nicht leer ist. Mhm, ja. Das heißt, eine Wolke muss also immer, wie wir es hier haben, ja, irgendwo hier liegen, stimmt schon. Und dann ist aber Wenn du eine Wolke hast, weißt du auch, dass dann neben der Wolke nicht Planet X sein kann. Weil? Naja, weil eine Wolke immer neben einem leeren Sektor ist. Weil du truly empty gesagt hast. Achso, nee, das war's dann doch. Ist nicht. Genau, ist nur ein leerer Sektor. Ja, genau. lass uns das mal, doch, wir machen das mal. Wir machen jetzt Planet X lokalisieren. Ja. Und wir sagen. Ja, damit ihr das auch mal seht, genau. Wir sagen Sektor 11. Genau, und jetzt wird gefragt, Sektor 10 und 12. Sektor 10 sagen wir natürlich, dass da ein Asteroid ist. Und Sektor 12 sagen wir auch, dass da ein Asteroid ist. Und dann drücke ich hier mal rauf. Nicht gefunden. Mindestens eine angegebene Information ist unzutreffend. Ja, Planet X ist falsch. Ja, wahrscheinlich. Nee, wir wissen ja, dass rechts und links Asteroiden sind. Ja. Das hat uns jetzt aber trotzdem ein, zwei. Nee, wir laufen nicht. Ach so, wir laufen nicht. Wir Weil du würdest dann umschaltest, nochmal ja. kurz auf das Bild, siehst du halt, in welchem relativen Abstand du bist zu dem. Mhm. Weil der Erste, der ihn lokalisiert, kriegt 10 Punkte. Mhm. Und wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Felder dahinter. Wir würden dann auch 10 kriegen, wenn wir das wären. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt Spiel beenden und Objekt anzeigen. Spiel beenden und Objekt anzeigen. Sind Wer also das Spiel nochmal spielen möchte, sollte jetzt die Augen schließen, weil jetzt wird es aufgelöst, was wo zu finden ist. Ja, wir wollen das Spiel beenden. Und da müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen durchscrollen für euch hier noch. Aber was sagen? Im Sektor 11, Pete, wäre der Zwergplanet gewesen. Tja, siehst du. Mann. Und Planet X ist im Sektor 8. Wollen wir das nochmal ganz kurz überprüfen? Wir hatten Asteroid Sektor 1, ja. haben wir richtig gemacht. Komet Sektor 2 haben wir auch richtig gemacht. Leeren Sektor haben wir nicht in 3 gehabt. Sektor 4 wäre die Gaswolke gewesen. Ja. Sektor 5 der Komet. Ja. 6 die Gaswolke. 7 wieder leerer Sektor. Und dann 8 der Planet. Da haben wir, ja genau, das hatten wir ja. Dann 9 Asteroid hatten wir richtig, 10 Asteroid und halt Zwergplanet. Aber immerhin, ich meine, wir haben auch einen Planet gefunden. Welchen denn? Nicht Planet X, aber den Zwergplaneten haben wir gefunden. Wir haben gesagt, der Zwergplanet ist Planet X und das war ja falsch. Ja, okay, wir haben versucht, also. Wir wollten den Zwergplanet als Planet verkaufen. Genau, und es wurde nicht gesagt, wie er genau aussieht. Mann. Dieses Einspielermodus-Ergebnis versenden wir nicht. Ja, jetzt würde man halt gucken, ja, wegen den Theorien, was hier noch richtig wäre. 9 war Asteroid, das ist richtig. Damit fallen die halt raus. Als erster, der war auch richtig. Mhm. Und jetzt würde man einfach die Punkte unten aufschreiben. Gegen wie viel die wir hatten quasi. Genau. Und da wir Planet X nicht haben, haben wir 10 Punkte weniger. Das brauchen wir also gar nicht. Mhm. Ja, der. Aber es ist ja auch ganz schön, dass wir haben jetzt hier natürlich auf leicht gespielt, also mit vielen Hinweisen auf der Karte. Aber ich meine, ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Computer auch gewonnen hat. Ich glaube, vielleicht der ein oder andere Solo-Knobel-Deduktionsspieler würde mich mal interessieren, habt ihr Planet X, also hier die Suche nach Planet X, schon mal gespielt oder seid ihr jetzt angetriggert? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie so eure Erfahrungen auch waren. Vielleicht auch hier mit der KI, wie die dann ist. Mhm. Wie das Ganze aktuell zu bekommen ist. Wir haben gerade mal so ein bisschen geschaut in den Shops, da wird sowas gesagt, so Ende Februar, Anfang März, müsst ihr einfach mal gucken, ist wohl in der quasi Nachlieferung, wie sich welche Containersituation da gerade für Verzögerung sorgen, wissen wir natürlich auch nicht, aber ich hoffe vielleicht sogar, wenn ihr das Video dann seht, dass ihr da ja in ein paar Tagen auch ein Exemplar bestellen könnt, wenn ihr da Lust zu habt. Genau. Ach, ja. Was ist der Unterschied zwischen dem zum Expertenmodus? Ja, das können wir nochmal zeigen kurz. Die Map hier nochmal drehen. Wichtig ist, wird die Map gedreht. Das ist ja einfach nur so ein angemalter, schöner Pfropfi. Ein Holzpfropfi. Genau, und dann. Da seht ihr auch schon Standard 12 Sektoren und in der Expertenversion. Dann Expert-Mode, da steht es auch extra nochmal in der Mitte drauf: 18 Sektoren.
Ja, da würde man also hier anfangen und sieht, man sieht zwar mehr Sektoren, aber ihr seht auch, man muss halt auch mehr Objekte finden. Und was ist jetzt anders? Es gibt einfach drei Zwergplaneten mehr. Und die Änderungen sind hier festgehalten mit so einer Karte. Ah ja, die genau. Man sonst hat. Achso, das können ja, ich vielleicht ja hier nochmal kurz einmal visualisieren. Das ist nämlich auch ganz schön gemacht. Vielleicht, wenn ihr das Spiel auch dann habt, dass ihr euch da nicht wundert. Der Sichtschirm hier nämlich, der hat hier diesen Bereich, wo die Sachen zu den Zwergplaneten und zu den leeren Sektoren sind. Und da kann man das hier quasi dann so einklemmen. Ja, machen wir so, jetzt einfach mal beispielhaft. Und dann ist der Sichtschirm auch schon optimiert dafür. Ja, also hier, wie gesagt, nochmal die Informationen. Ihr habt es ja jetzt gesehen, man braucht natürlich ein bisschen Englisch für die Regeln, die sind aber gar nicht so schlimm. Und wenn man jetzt die App hier sogar in der Beta, wie ich finde, jetzt hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Nicht dann abgestürzt. Kann man das Ganze also mehr oder weniger auch. Der deutsche Computer wird froh. Ja, wissen wir ja nicht genau. Ja, das, ja, was auch immer dieser Computer. Was immer Beta heißt. Ja, genau. Wir haben gegen den Beta-Computer verloren. Ah, ja. Das ist nicht der Alpha-Spieler. Ah, also, das könnte ein Spiel sein, was man jetzt auch noch quasi gut solo spielen kann. Und oder wenn ihr das Spielfeld einfangt, also sage ich mal, per Skype nur das Spielfeld macht und jeder zu Hause hat seine App, den Blog könnte man kopieren, kann man das Ganze auch, denke ich, gut remote spielen. Ansonsten, wenn man sich natürlich mit ein paar Leuten dann wieder treffen kann. Das kannst du halt schwer machen. Oder? Weil du musst den ja, App-Code? Wenn ich jetzt sage remote, ich will jetzt hier eine Theorie aufstellen mit 12, dann musst du ja ein Theorieplättchen von mir hinlegen, du weißt ja nicht welches. Dann müsste ich mir das also aufschreiben, was das ist. Ja, okay, könnte man. Also das geht sich, das ist so ein bisschen hinkonstruiert und irgendwie es ist natürlich auch immer schwierig per Remote-Spielen, wissen wir natürlich aber alles. Es ist immer noch herausfordernd. Ich finde es auf jeden Fall sehr nett gemacht als Solo-Puzzle, dass man halt auch so einen Zeitdruck hat von diesem Computer. Ja, ich fand es jetzt... Den man natürlich auch ausnutzen kann, weil wir hätten jetzt ja nicht nach Asteroiden suchen müssen. Wir nutzen keine Computer aus. Aber wir würden sein Wissen einfach nutzen, wir haben was er uns zur Verfügung stellt. Das ist das Total. Ja, das haben wir eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Wir haben ja zum Thema Asteroiden. Ja, wir haben Planet X nicht gefunden. Nee, wir nicht. Ist die Menschheit jetzt dem Ende nahe? Aber waren wir nicht auch clever? Ja, aber wir haben ja. Ist der Computer nicht auch von uns gesteuert gewesen? Also, ich habe hier immer Computer zurückgedrückt. Also eigentlich habe ich den Computer gespielt. Also, dann hast du gewonnen und ich nicht. Das können wir so auch stehen lassen. Ach, dann geh doch auf den Planet X. Ja. Suche The Search for Planet X. Ob das Ganze jemals rein in Deutsch kommen wird, haben wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Ahnung. Aber die App, wie gesagt, gibt es schon in der Beta-Phase in Deutsch. Vielleicht habt ihr den Planeten X ja gefunden. Wart cleverer als wir. In diesem Sinne, Pete. Ja. Sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen in die Sterne. Wenn es euch gefallen hat, dann auch vielleicht viel Spaß beim Suchen nach Planet X. Ansonsten. Oder nach dem nächsten Video hier auf dem Kanal. Genau. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Kommentare gerne unten in die Kommentare. Oh Wunder. Die müssen wir dann nicht mehr suchen und sagen bis zum nächsten Mal hier auf Hunter & Friends. Ciao.